Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem Video und ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht diesmal um eine Cosmeticosmo Online-Bestellung, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe und die Sachen sind jetzt schon da. Das ging wie immer, also wenn ich bei der lieben Coco im Shop bestelle, rasend schnell, zack, ist es da. Und ja, und dann habe ich aber jetzt vorab noch ganz kurz was entdeckt und zwar war das irgendwann vor ein paar Tagen im Rossmann habe ich die entdeckt, aber die gibt es auch im DM, habe ich jetzt auch schon gesehen, von Blistex, so neue Lippenbalsamstifte. Und zwar einmal haben wir hier die Sorte Too Sweet to Kiss Erdbeere, sieht so aus, also ist von der Blistex-Reihe. Ja, und ja, da steht sogar drauf, dass die einen Sonnenschutzfaktor haben. Ich glaube nur einen ganz geringen, weil hier steht nicht, wie hoch der ist. Und das ist einfach ein, ja, hier steht drauf, ein hochwertiger Pflegespaß für fruchtig, zart und erfrischende Lippen. Besondere Feuchtigkeits- und Schutzkomplex versorgt sie mit spezieller Pflege und verwöhnt deine Lippen zusätzlich mit einem leckeren, fruchtigen Erdbeerduft, den man sogar schmecken kann. Ja, und dann gibt es dann noch von, den habe ich schon rausgeholt, Mango. Sieht dann so aus. Ja, und ihr seht, das ist ganz ohne Farbe, einfach nur ja, ein Lippenpflegestift. Und ja, der schmeckt wirklich köstlich nach Mango. Und ich finde überhaupt nicht künstlich, weil oft, manchmal hat man das ja, dass die Sachen so ein bisschen künstlich schmecken. Sie sind sehr, sehr angenehm. Also dieser hier, der Erdbeere, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Werde ich gleich mal eben rausholen aus der Verpackung. Aber ja, so sieht das aus. 3,7 Gramm. Preise müsste ich noch haben, blende ich euch ein. Ja, und jetzt holen wir mal die Erdbeere hier raus. Ich hoffe, die riecht genauso gut und nicht so künstlich. Ja, Erdbeere. Oh ja. Mhm. Riecht wirklich schön fruchtig nach Erdbeere. Ja, aber die will ich jetzt, ich habe so viel Lippenpflegestifte, das ist, ja, aber wenn ich sowas sehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, hat jemand von euch schon die Dinger entdeckt? Ich finde die einfach klasse. Also ich finde sie sehr, sehr angenehm. Man merkt, sie schmecken süßlich auf den Lippen, sie riechen aber sehr, sehr angenehm, finde ich. Also Mango und Erdbeere habe ich entdeckt. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Geschmacksrichtungen von gibt. Ich habe jetzt nur die beiden gesehen. So, und dann habe ich noch was Neues auf den Nägeln. Und zwar bei uns, genau, im Rossmann auch. Da gibt es neue Rival de Loup Sachen sind da wohl eingezogen in die Theke. Und da habe ich mal bei den Nagellacken geschaut und habe diesen entdeckt. Und schaut mal, ich habe den auch gerade hier, seht ihr den schon auf den Nägeln. Das ist so mit so einem Sandsteileffekt auch. Und wenn man da drüber geht, dann fühlen die sich auch so rubbelig sandig an. Ja, das ist so ein Silber, würde ich sagen. Silberne Glitzerpartikel mit größeren, bunten Stücken drin. Ja, und hier habe ich die auch auf den Fingern. Finde ich ganz, ganz toll. Ich habe den jetzt seit 2 Tagen drauf. Ja, hier ist mir ein bisschen abgegangen da an der Ecke. Ja, bei mir halten Nagellacke ja trotz Unter- und Überlack irgendwie. Obwohl, hier habe ich jetzt keinen Überlack drüber. Sonst mache ich ja eigentlich immer noch einen Topcoat, so einen Schnelltrocknungslack drüber. Aber das habe ich hier weggelassen, weil ja, ich wollte euch den halt so zeigen, wie er ist, ohne Überlack. Aber ist eine schöne kleine Flasche. Hier steht auch kein Name drauf. Hier hinten steht jetzt unter dem Barcode die 301 oder hier unten, hier steht 01. Aber ihr könnt die nicht verfehlen. Schaut mal, der fällt schon auf, finde ich. Und finde ich gut, weil es eine kleine Größe ist und so kriegt man sowas dann vielleicht auch mal aufgebraucht. Ja, und dann habe ich von Astor, da gab es bei uns im Rossmann so einen extra Aufsteller. Da waren Lidschatten, also alles immer schwarz oder weiß. Schwarze Lidschatten, weiße Lidschatten. Und auch so diese Creme-Sticks, diese Eyeshadow-Sticks gab es da. Und diese Nagellacke. Da gab es auch einen weißen Nagellack, der war aber, glaube ich, glänzend. Und einen schwarzen glänzenden. Und dann gab es diesen, wie heißt der, Game of Graphits. Und ihr seht es hoffentlich, hier sind halt, das ist ein klarer Nagellack mit ganz vielen Plättchen und Stäbchen.
So, und jetzt habe ich euch den mal hier auf den Daumen gemacht. Und ihr seht vielleicht, Moment, so. Ich habe ein weißes rausbekommen. Das ist halt die große Kunst, dass man versucht, ja, es war halt schwierig, da dran zu kommen. Und ihr seht, hier sind so Stäbchen, so schwarze und so schwarze Plättchen. Ja, und ich habe es jetzt auf einen nackten Nagel gemacht, also ohne vielleicht, wenn man jetzt noch einen helleren, einen nudefarbenen vielleicht, könnte ich mir gut vorstellen, als Grundton nimmt und den dann drüber. Ja, warum nicht? Ja, fand ich irgendwie interessant. Aber wie gesagt, um an die weißen Plättchen zu kommen, ja, ich habe leider nur eins ergattern können. Ja, und dann habe ich mir noch den Schwarz mitgenommen. Ich habe eigentlich schwarzen Nagellack, aber wie ihr hier hoffentlich erkennen könnt, steht hier matt drauf. Ja, und den habe ich mir hier aufgepinselt. Und das ist halt ein schwarzer, ja, mit so einem matten Finish. Ja, nichts Spektakuläres, aber halt immer was anderes, weil er halt nicht so glänzt. Was die Schwierigkeit war, er trocknete rasend schnell und beim ersten Mal, ich habe hier zwei Schichten genommen, nicht weil er nicht deckt, also eine Schicht hätte auch schon gedeckt, aber er war sehr zähflüssig. Er ließ sich schlecht auftragen, fand ich. Wartet mal. Ja, das Pinselchen sieht so aus, also ein eher ein schmales. Und es zog so ein bisschen Fäden und war dann nicht mit einer Schicht deckend. Und dann habe ich eine zweite drüber gemacht und dann geht es. Aber dadurch, dass der so schnell trocknet, sieht er auch so ein bisschen streifig aus. Aber fand ich mal ganz schön, mal was anderes. So einen matten schwarzen hatte ich nämlich noch nicht. Ja, da müsst ihr mal gucken. Also bei uns war das wohl gerade aufgebaut vor zwei, drei Tagen bei Rossmann von Astor. Diese, ich denke, die wird es wahrscheinlich auch im DM geben. Ja, das wollte ich euch vorab kurz zeigen. Das war im Rossmann halt, die Nagellacke. Und halt hier Blistex, diese Lippenpflegestifte. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich bei der lieben Coco im Shop bestellt habe. Ein Produkt habe ich euch schon wahrscheinlich im vorherigen Video gezeigt und das ist dieses hier. Die liebe Coco hat in ihrem Shop auch seit neuestem oder schon seit mehreren Wochen Catrice auch, ja, verkauft sie da. Und das ist zum Beispiel was Neues, was jetzt neu ins Standardsortiment reinkommt. Das Prime & Fine Mattifying Powder in Waterproof. Ja, das ist halt zeige ich es euch nochmal. Ein farbloses Puder, ein sehr, sehr helles Puder. Und ich nehme jetzt auch, weil ich habe aktuell nichts im Gesicht. Ich gehe da jetzt mal rein und puder mein Gesicht ab. Und habe das in dem einen Haul-Video schon ja, vorgeführt. Und muss sagen, ich finde das sehr, sehr schön. Weil es sehr gut mattiert. Und habe dann auch einen Test gemacht, habe hier so ein bisschen Wasser drauf geträufelt und das perlt wirklich ab. Also es ist wirklich ein Puder, das kein Wasser durchlässt, keine Feuchtigkeit. Und das fand ich grandios. So. Gibt keine Farbe ab, ist halt, hier steht auch drauf, translucent. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es sich im Hochsommer verhält, ob es dann auch lange mattiert. Ich habe ja Mischhaut, das heißt trockene, aber auch in der T-Zone gerade fettige Haut. Und ja, mal sehen. Aber erster Eindruck ist sehr, sehr gut. Dann habe ich mir bestellt bei der lieben Coco, kommt jetzt wohl auch neu rein, den Eyebrow Filler. Das ist so ein Gel, so ein Augenbrauengel nehme ich ja auch ganz gerne mal, weil meine Augenbrauenhärchen sehr lang sind. Ich habe jetzt noch nichts gemacht mit meinen Augenbrauen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da jetzt nur diese Farbe gibt. Ich vermute mal. Das ist jetzt, was steht denn hier? Natürlich getöntes Augenbrauengel, für jede Augenbrauenfarbe geeignet, steht hier drauf, für jede Augenbrauenfarbe. Ja, wir probieren das mal aus zusammen. Ich habe es noch nicht probiert. Okay, das ist so eine Bürste und hier ist dann so eine braune, gelige Farbe dran. Jetzt bin ich gespannt. So, und ihr seht, ich habe jetzt nicht die dichtesten, aber sehr lange Augenbrauenhärchen und ich gehe jetzt mal damit drüber und schauen wir mal. Jetzt kann ich das gar nicht so gut erkennen. Man muss natürlich jetzt vorsichtig hier arbeiten, wo ich eh nicht so viel habe. Hm. Kommt überhaupt was ab? Ich gucke mal hier in den Spiegel. Ich gehe noch mal rein. Also damit, mit sowas habe ich noch gar nicht gearbeitet. Also mit transparent, mit farblosen Augenbrauengel, aber mit diesem Braun noch nicht. Ja, hier wird es jetzt, finde ich, schwierig.
Naja. Naja, wir gucken mal jetzt gleich so. Okay, man sieht schon einen Unterschied, ja? Ja, es ist jetzt nicht unnatürlich, finde ich, von der Farbe her. Man muss halt nur aufpassen, gerade hier, wo es dünner wird. Naja, ich mache mal das andere. So, ich habe das andere jetzt auch mal gemacht. Und okay, es ist komisch irgendwo, aber ist mal was anderes, ist vielleicht was, wenn es schnell gehen muss, ja? Weil wir haben ja hier jetzt Augenbrauenfarbe und Gel in einem. 6,5 Milliliter sind drin enthalten. Ist der Eyebrow Filler Perfecting Shaping Gel. Ja. Ja, aber ich sag mal so, für auf die Schnelle finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Das hatte ich mir bestellt. Dann habe ich mir bestellt, okay, jetzt habe ich es, naja, egal. Ein Produkt von Sleek. Den Luminaire Highlighting Concealer. Da bin ich schon drauf gespannt. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Farbnuancen. Jetzt habe ich mich für die Farbe 01 entschieden. Ja, Concealer, Highlighter. Ich habe den auch noch nicht ausprobiert. Hier haben wir so eine Bürstenhärchen, so Synthetikhärchen. Und durch Drücken hier oben muss dann irgendwann mal was kommen. Ich bin gespannt. Ja, jetzt habe ich schon Puder genommen. Naja, gut, Puder haben wir nochmal gleich drüber. Ich habe ja hier so leichte Augenringe. Ist doch, warte mal. Highlighter, Concealer. Also ein Concealer, der auch highlighten soll. Na? Okay, es tut sich noch nichts, aber das kennen wir ja von so Produkten am Anfang. Dauert es dann halt. Wir drücken uns den Wolf. Ist wie beim Kugelschreiber. Okay. So langsam fängt es an, anstrengend zu werden. Aber jetzt, oder? Kommt jetzt was? Es kommt nichts. Ja, sag mal. Also entweder ist er leer oder kaputt. Da kommt endlich was. Guckt mal, da kommt was. Ich nehme es jetzt erstmal auf den Handrücken. Oh, es ist eine sehr feste Konsistenz. Schaut mal. Naja gut, ich trage das mal hier auf. Man ist ja wie so ein Concealer. Ne? Ich nehme erstmal nur ein bisschen. Ist eine feste Konsistenz. Verteile das mal vorsichtig hier. Okay. Es ist sehr fest, so ein bisschen wachsig fast, würde ich sagen. Ist auch mein erstes Produkt. Also ich habe viel von Sleek an Lidschattenpaletten, aber sonst auch nichts, meine ich. Okay. Also es ist eine festere Konsistenz und da habe ich immer Angst, dass das so ein bisschen dann die Trockenheitslinien betont, aber ich finde, es geht. Also dafür geht es wirklich. Ist nicht super, super deckend. Ich finde, meine Augenringe kommen noch ein bisschen durch, vielleicht. Aber ich will jetzt auch erstmal nicht mehr nehmen. So. Okay. Wie gesagt, da gab es noch eine andere Farbnuance. Ich glaube, das eine war so ein Beige-Ton. Und ich glaube, ich habe hier den rosig-stichigen. Oh, da kommt aber jetzt auf einmal viel. Schaut mal, so viel hatte ich noch am Bürstchen. Dann nehme ich mir, damit ich nicht so viel verschwende, hier noch außen am Außenaugenwinkel ein bisschen. So, zum Highlighten, zum Aufhellen. Also es ist eine festere Konsistenz. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Hier habe ich jetzt auch noch ein bisschen Produkt, aber das nehme ich jetzt weg. Das wird mir sonst zu viel. Schade, ich hätte es, ich glaube, besser gefunden, wenn es ein bisschen flüssiger gewesen wäre. Das ist schon eine richtig cremige Konsistenz. Naja, gut, aber sie hält hier die Augenpartie, hat so einen leichten Rosistich hier, die Nummer 01. Ja, so ein bisschen rosastichig, finde ich, aber okay, ist nicht schlecht. Ja, gut. Dann habe ich noch Lidschatten und ich meine, das wären von Catrice jetzt schon die neu ins Standardsortiment auch reinkommen, weil die Namen mir jetzt so unbekannt vorkommen. Das ist einmal hier so ein heller Ton, das ist die 01 Candidate.
Candidate. Das ist hier so ein Grauton. Was heißt Grauton? Ich gehe mal mit dem Finger rein. Der hat so einen Perlmutt-Schimmer irgendwie. Oh, da kommt ja irgendwie gar nichts. Hm. Oh, schaut mal. Also, oh, die sind, glaube ich, nicht so gut pigmentiert. Ich habe es mir mal da hingemacht. Seht ihr, das ist so ein ganz, ganz heller Grauton. Da ist aber irgendwie wie Perlmutt-Schimmer drin, sowas. So. Also der ist nicht so doll. Dann haben wir noch den hier, den habe ich mir noch ausgesucht. Das ist New in Brown, die 750. Ist so ein schöner, schimmriger Braunton. Gehe ich jetzt mal rein. So, hier ist der. Ist jetzt auch nicht so gut pigmentiert, finde ich. Aber er hat einen schönen Perlmutt-Schimmer. Den mache ich mal hier drüber. Da ist er. Aber ist dezent. Also für den Alltag finde ich das klasse. Ist ein schöner Braun. Und dann habe ich mich noch für eine knalligere Farbe entschieden. Und zwar für ein Orange. Papaya Don't Preach. Die 720. Also ich meine, das wären schon neue Lidschatten. Der ist krümelt ein bisschen, aber der ist besser pigmentiert. So, ja, der ist ein bisschen krümelig, aber gut, muss man aufpassen. Der knallt, wa? Der knallt so richtig. Ja. Soll ich mir was auftragen? Ich nehme mir jetzt mal den braunen hier. Den finde ich nämlich sehr schön. New in Brown und Moment. Such mir mal eben dann einigermaßen. Ich habe nicht mehr so viel. Ich nehme mal hier so einen dünnen Lidschattenpinsel. Gehe da rein. Habe ja meine Lider abgepudert, habe jetzt keine Eyeshadow Base drauf. Kommt ja auch gleich wieder runter, weil wir haben schon abends und ich schmink mich eh gleich ab. Aber das sind sehr, also hätte ich jetzt nicht, weil eigentlich finde ich diese Mono-Eyeshadows von Catrice immer gut pigmentiert. Vielleicht sollen die auch nicht so gut pigmentiert sein, ich weiß es ja nicht. Okay. Ja. Man sieht halt ein schönes, schimmriges Braun. Okay, ja. Dann nehme ich noch, noch mal diesen helleren Candidate. Und nehme mir so einen, dünnen Pinsel und gebe mir den mal in den Augeninnenwinkel zum Highlighten. Sieht man überhaupt was? Ein bisschen, glaube ich, oder? Ein bisschen. Ist ein schöner Perlmutt-Schimmer, finde ich. Oh ja. Okay. Also kann man auch als ganz übers ganze Auge geben, aber okay. Dann nehme ich jetzt auch noch mal das Orange. Oh. Also da müsst ihr aufpassen, der ist bei mir hier ganz krümelig irgendwie. Der krümelt irgendwie wie das Gewitter. Den mache ich mir jetzt mal hier aufs ganze Lid. Also es ist ein softes Orange. Also alle Farben sind irgendwie nicht so der Burner. Na gut, wissen wir das auch. Ja, also irgendwie sind diese neuen Farben, die drei zumindest, die ich hier habe, ihr habt es ja gesehen, man sieht sie zwar, aber sie sind irgendwie nicht so, wie ich das eigentlich von Catrice kenne, so schön pigmentiert. Kommen wir noch zu letzten Produkten, die ich mir mitgenommen habe, bestellt habe, sind Nagellacke. Und ich meine, das wären auch alles neue. Und zwar haben wir ja einmal so ein Glitterazzi, heißt der, oder Glitterazzi, die Nummer 50. Und das ist wirklich, seht ihr das? Das ist Wahnsinn. Das glittert hier drin. Richtig toll finde ich den. Wow. Ja, wir können ja mal Folgendes machen. Ich habe nämlich jetzt keine vorbereiteten Nageltipps. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Ja. Und jetzt mache ich mir das mal über das matte Schwarz. Moment. Oh. Also die Pinselchen finde ich schön. Die sind nämlich ein bisschen breiter. Früher waren die, glaube ich, schmaler, die Pinsel. So. Und das sind jetzt so Perlmutt-irisierende Stückchen. Ich habe mir die jetzt über den Schwarzen gegeben. Schaut mal. Ach, das sieht aber klasse aus, oder? Das gefällt mir. Schön. Jetzt muss ich aufpassen. Also das ist wohl ja ein Effektcode. Hier hinten steht es auch drauf. Tolle Farbe oder toller Effekt.
Ja, dann habe ich mir noch mitgenommen aus der, die kommen ja jetzt auch neu rein, die Crushed Crystals. Da habe ich euch ja auch schon welche von gezeigt. Und das ist halt ja so ein schöner lila Ton. Der sieht so aus, gefällt mir auch richtig gut und nennt sich Plum Dog Millionär. Dann habe ich mir noch mitgenommen, der kommt wohl auch neu rein, die 44 Mermaid My Day. Das ist so ein richtig schönes Grün-Blau, würde ich sagen, mit so Perlmuttschimmer. Mermaid My Day. Und dann habe ich mir noch, da gab es dann auch schon die Creme Fresh LE, aber da war schon, das Blush war weg und irgendwie alles war da schon ausverkauft. Aber ich konnte noch diesen Nagellack ergattern. Das ist auch, die anderen sagten mir auch nicht so zu, aber das ist halt so ein schönes Pink mit diesem Perlmuttschimmer. Ja. Und das ist die Nummer 05 Light Your Fire. Ja. Und als letztes habe ich mir noch erstmalig mal so eine Kosmetik Cosmo Box gekauft. Die haben ja oft verschiedene Namen. Und das ist die Regenbogen, meine ich was. Ich blende es euch hier nochmal ein. Die haben immer alle verschiedene Namen und ich wusste jetzt nicht, was hier drin ist. Ich wollte mich überraschen lassen. Und jetzt gucken wir da mal rein. So, und jetzt zeige ich euch, was hier drin war. Einmal war hier so eine Lidschattenpalette drin. Die heißt Coco Duo Lidschatten. Ja, jeweils 3 Gramm. Und finde ich total schön, wenn man die aufklappt, ein Spiegel hier oben. Und dann diese zwei wunderschönen Farben. Einmal so ein türkisblau und dann so ein leicht schimmriges Braun. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich am Hin und Her, das wird aber optimal zu meinem Pullover passen. Ach komm, der gehört mir jetzt Feierabend. Ich gehe da mal rein. Wow. Wow, ich war da nur ganz kurz drin. Ey, das passt perfekt zu meinem Pullover. Schön. Jetzt gehe ich nochmal in das Braun. Krümeln ein wenig. Boah. Aber richtig tolle Farbe. Und die beiden passen auch super zusammen. Ja. Toll. Freue ich mich riesig. Wie gesagt, ich wusste ja nicht, was jetzt diese Wunderbox von Cosmetic Cosmo mit dem Titel Regenbogen, so, jetzt bin ich schon durch den Nagellack hier gegangen, super, beinhaltet. Ja, es beinhaltet noch weitere Lidschatten und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück noch. Und zwar alle von Cosmetic Cosmo. Sie hat ja selber auch Lidschatten. Und das sind jetzt alles Lidschatten. Und ich bin am Hin und Her überlegen, ob ich welche ich behalten soll, welche nicht. Das ist jetzt Apfel. Die haben alle so schöne Namen. Ich hole euch mal Apfel raus. Deshalb seht es mir nach, dass ich die jetzt nicht swatche. Obwohl, einen swatche ich euch. Ich glaube Apfel, weil hier. So sehen die aus, die Töpfchen. Sind immer 1,5 Gramm drin. Und das ist jetzt Apfel. Kriege ich glatt Hunger. Oh ja, Apfel ist auch ganz gut pigmentiert, krümelt einen minimal. So, das ist Apfel. Das ist jetzt meiner. Ich bin halt noch am Überlegen, welche ich für mich behalte und welche nicht. So, dann hätten wir jetzt hier noch Karibik. Moment. Jo, die holen wir auch mal raus. Habt ihr bei Coco schon mal im Shop bestellt? Wenn ja, würde mich interessieren. Ja, vielleicht habt ihr ja auch schon von Catrice neue Artikel bestellt. Das ist jetzt Karibik. Das ist so ein richtig schönes karibisches Grün. So, da gehe ich jetzt aber noch nicht rein, weil, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was ich damit noch machen werde. So, der kommt dahin. Und dann haben wir hier so ein schönes Gelb. Das ist Raps. Ja, Moment. Ja, das hier ist Raps. Richtig schön knalliges Gelb. Ja. So. Dann haben wir noch ein. Eigentlich muss ich den behalten. Ihr wisst, meine Lieblingsfarbe ist lila. Der heißt Lilala. Und das ist ein wunderschönes Lila. Ich liebe Lila. Ich kann davon nicht genug haben. Ja, aber ich bin halt am Überlegen. Ich habe ja schon so viele. Richtig tolles Lila. Deshalb kommt der auch nochmal.
wieder rein. Dann haben wir noch den vorletzten, das ist ein Orange. Und zwar Roseanne. Orange? Warum heißt der Roseanne? Ich finde, es ist ein Orange. Ja, schon so ein Peach-Ton, oder? Hier, das ist Roseanne. Gut. Und der letzte, das ist ja Regenbogen. Wir haben hier richtig schöne bunte Regenbogenfarben. Das ist die Laguna. Ein schönes Blau. Ja, also ich habe mich richtig gefreut. Ich meine, ja, ihr kennt ja meine Lidschatten-Lottos. Lidschatten kann ich nie genug haben. Und das ist dieses wunderschöne Blau. Laguna. Ja, also Apfel behalte ich jetzt und die anderen überlege ich mir noch, ob ich die für mich behalte oder ja, oder halt nicht, ne? Ja. Gut, das war's, ihr Lieben. Das habe ich mir bestellt bei der lieben Coco. Ja, wenn ihr davon vielleicht auch schon Sachen habt, dann lasst es mich wissen, gerade was diesen ja, von Sleek Luminaire hier, dieser Concealer oder Highlighter Concealer, es ist ja ein Concealer, der auch highlighten soll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, bleibt mir gesund, bis ganz bald, eure Nadine.